Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Kobi-Set für euch, und zwar die Kobi 2259, den Blitz 3,636S. Der Maßstab ist 1 zu 35, 242 Teile, eine Minifigur, und ich habe ihn mir in der schwarzen Variante geholt und bin natürlich super gespannt, ob die Steine in echt genauso schön sind, wie sie hier auf der Packung präsentiert werden, weil das ist aussehenstechnisch meines Erachtens eine 10 von 10. Wenn wir uns jetzt das Ganze noch weiter anschauen, haben wir hier oben noch einmal ein Bild vom Set, dieses ScanMe-Logo, wie wir das ja mittlerweile gewohnt sind vom Design, unten die Sicherheitshinweise und die linke Verpackungsseite, die ja meistens wirklich die wichtigste ist, genau aus diesem Grund. Wir haben hier eine 1:1 Abbildung der Minifigur, dann die Abmessungen, da wird 18 cm lang und 6,5 cm hoch und das Allerwichtigste, ihr seht es hier schon so ein bisschen durchscheinen, es ist pad-printed, wir haben hier keine Sticker dabei. Auf der Rückseite sehen wir, dass wir bei der Ladefläche alle drei Teile aufklappen können. Die Türen lassen sich öffnen und wir haben nochmal ein historisches Foto vom Fahrzeug. Und wir haben natürlich auch wieder die Fakten zum originalen Blitz dastehen. Hier könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten und euch das nochmal durchlesen. Finde ich immer super cool, dass das von Kobi hier kommuniziert wird. Ich mache die Packung jetzt auf jeden Fall auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Hier seht ihr schon mal die Teiletüten. Die Packung war ungefähr zu 3/4 gefüllt. Es könnte ein bisschen mehr drin sein, aber es war jetzt auch keine komplette Luftnummer. Über die Steinequalität reden wir ja wie immer während des Baus. Und dann haben wir hier natürlich noch die Anleitung. Ist wieder klammergebunden aus einem etwas dünneren Papier, als ich das von Kobi gewöhnt bin. Aber sonst von der Darstellung genauso, wie wir das kennen. Es wird alles ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 30 Bauschritte. Und hier habt ihr nochmal die Teilliste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und die letzten zwei Seiten sind nochmal Werbung, aber das sei Kobi auf jeden Fall gegönnt. Nicht so schön finde ich ja wie immer diese Tablepoint-Karten als Teil von der Anleitung. Das heißt, man müsste die rein theoretisch rausschneiden, wenn man damit spielen will. Aber hier wird eben doch der billigste Weg gegangen. Dann bin ich der Meinung, lasst es entweder ganz weg oder setzt es eben wieder ordentlich um, wie es ja schon mal war. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns jetzt wieder nach 15 Bauschritten und ich muss sagen, zumindest von der Konstruktion und dem Bau habe ich bisher super viel Spaß. Das Ganze ist wieder natürlich so im Schichtprinzip sehr kompakt, unten auch nochmal mit solchen Abschlussplatten stabilisiert. Also das ist richtig fest, da fällt nichts auseinander. Wir kennen das Ganze ja schon von Kobi. Ebenfalls habe ich gesagt, das Ganze wäre schwarz, das ist natürlich Quatsch, es ist ein dunkelgrau. Aber ich muss sagen, auf den Bildern kommt es sehr schwarz rüber. Ich finde, das ist ein wenig unglücklich bis irreführend fotografiert worden. Ebenfalls hatte ich hier eine wirkliche Seltenheit dabei, und zwar mal ein Teil, das mich von der Teilequalität nicht überzeugt hat. Es war kein kompletter Fehlguss, aber dieses Teil war relativ schlecht entgratet. Ich habe es euch mal eingeblendet. Und da ist einfach der Standard sonst bei Kobi höher. Man muss aber dann eben auch wieder betonen, wie gut die restlichen Teile sind, wenn wir uns über so eine kleine, schlecht entgratete Stelle schon aufregen. Ansonsten sind die einzigen Kritikpunkte an den Teilen ein bisschen offensichtliche Angusspunkte, wie wir das ja von Kobi schon kennen. Die Konstruktion hat mir bisher sehr gefallen, weil wir viel mit Jumperplates arbeiten und auch mit wirklich speziellen Teilen. Also auch Teilen, die man von anderen Herstellern so sonst nicht kennt und noch nicht gesehen hat. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Ebenfalls sind auch in diesem kleinen Set einfach Bautechniken dabei, die einen überraschen. Und das macht so ein Kobi-Bau dann für mich wieder aus. Und im Bauschritt 16 haben wir zum Beispiel einen Print, der über zwei Teile geht. Und viele wissen das ja schon, aber einige eben auch nicht. Kobi baut dann teilweise die Teile vor dem Bedrucken schon zusammen, also die kommen so hier aus der Tüte, und bedruckt sie dann in einem Stück, damit der Print eben genauso gleichmäßig und passend aussieht. Das ist natürlich eine tolle Taktik und dadurch bekommt man auch solche schwierigen Drucke richtig, richtig gut gemeistert. Also ich hatte bis hierhin auf jeden Fall sehr viel Spaß, werde das Ganze jetzt noch zu Ende bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Opel Blitz wieder. Und fertig ist der Kobi Blitz. Und für Kobi ist es ja ein kleiner Fluch am Rande, dass man natürlich durch die Supersets, die Kobi schon auf den Markt gebracht hat, immer eine etwas andere Erwartungshaltung an Kobi hat, als an den ein oder anderen Hersteller. Und versteht mich nicht falsch, dieses Set ist sehr, sehr gut. Ich hatte wirklich Spaß damit. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach eines der schwächeren Kobi Sets. Warum? Erzähle ich euch jetzt noch im Verlauf.
Einmal finde ich, dass hier die Probleme mit den Angusspunkten sehr stark zum Tragen kommen. Vor allen Dingen, weil man halt Teile hat, die man nicht irgendwie anders drehen kann. Und das ist natürlich bei so einem cleanen Farbton und einfarbigen Fahrzeug ein sehr störendes Detail. Auch finde ich zwar die Drucke natürlich super schön, aber diesen auf der Scheibe finde ich etwas zu schwach und auch kommen sonst die Drucke natürlich mit Schwarz auf so einem dunklen Untergrund weniger zur Geltung als bei anderen Fahrzeugen. So ein gedrucktes Kennzeichen nehmen wir da natürlich raus. Also das finde ich richtig cool, wie man auf einer 1x2-Plate so ein Kennzeichen drucken kann. Aber ich habe eben diese kleinen Kritikpunkte, wie eben zum Beispiel mit den Angusspunkten. Und auch finde ich diesen Übergang nicht schön. Von diesen wunderschönen Steinen, die auch eine Haptik haben und eben dieses Muster drauf haben, zu diesen komplett glatten, glänzenden Steinen, gefällt mir nicht so wirklich. Das ist keinesfalls schlecht. Aber für Kurbi-Verhältnisse finde ich es leider nicht so schön. Und auch sonst ist das natürlich vom Design ein tolles Fahrzeug. Hier wurde viel gemacht. Aber das wird halt durch solche kleinen Sachen gestört. Auch, dass wir hier doch den ein oder anderen leichten Fehler auf den Fliesen haben, was man von Kurbi einfach sonst gar nicht gewöhnt ist. Ja, und das sind so die Kritikpunkte an dem Set. Wie gesagt, deshalb ist es trotzdem noch ein super Set. Aber wir reden bei Kurbi immer über eine etwas andere Preisspanne als bei anderen Herstellern und deshalb habe ich es trotzdem mit kritisiert. Natürlich hat das Set aber auch wirklich tolle Seiten. Schön ist es natürlich, dass wir hier wirklich alles aufklappen können und das auch größtenteils gut aussieht. Schade finde ich es aber wieder, dass eben das hier wirklich verkleidet ist und hier eine glatte Fläche bekommen hat und wir hier die Noppenaufnahmen noch sehen. Dann schön wiederum ist natürlich wieder, wir können die Türen öffnen, haben auch einen sehr, sehr leicht angedeuteten Innenraum. Wir haben nicht viele Details, das muss man einfach so sagen. Wir haben noch eine Anhängerkupplung, wo man wirklich was anhängen könnte. Und wir haben hinten die Doppelbreitreifen und vorn die normalen Reifen. Was sehr positiv auffällt, ist, dass das Set hier fast ohne Widerstand rollt. Das rollt ähnlich gut wie von LEGO Speed Champion. Also von dem Standpunkt wurde hier auf jeden Fall viel richtig gemacht. Und nur noch der letzte kleine Punkt, den ich kritisieren möchte, ist bei der Front. Wir haben hier einen wunderschönen Print. Super, dass der dabei ist. Aber man muss hier schon wirklich sehr genau hingucken, um dieses Opel-Blitz-Logo zu erkennen. Und meines Erachtens hätte man das einfach ein bisschen eindeutiger drauf machen können. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Trotzdem bleibt hier ein super spaßiger Bau. Mit vielen schönen Techniken, wie ich das schon gesagt habe, und immer noch eine spitzen Teilequalität. Aber eben für Kurbi-Verhältnisse ist die Teilequalität etwas schlechter, als man das gewohnt ist. Und dann hat man eben nicht dieses, wie jetzt ein anderer großer YouTuber sagen würde, Erhaltungswartungsmanagement, sondern erwartet eben viel und wird dann von sowas nicht enttäuscht, aber doch von solchen Fehlerchen überrascht. Dann haben wir natürlich noch die Figur dabei. Ich finde die in Ordnung. Ich hätte jetzt nicht auf den ersten Blick einen Mechaniker darin erkannt. Im späteren Verlauf macht es natürlich Sinn, dass im Gesicht das Ölflecken sein sollen. Und eben auch auf der Hose, dann machen diese Details schon Sinn. Ich hätte mir hinten noch eine Bedruckung gewünscht. Also ich finde die Figur keinesfalls schlecht, aber für mich ist sie auch kein großes Highlight. Gleiches gilt dafür dieses kleine Blitzschild, was ja bedruckt ist. Schön ist, wenn so ein Namensschild mit bedruckt dabei ist. Aber es ist eben ein Teil, nicht mal auf eine Plate oder irgendwas gesetzt. Das sind so diese typischen Teile, die man am Ende verloren hat, wenn dann irgendwie mal umgezogen ist und das Set wieder aufbaut. Also wie gesagt, schön, dass so etwas in der Art dabei ist, aber man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Und am Ende kommt es ja einfach darauf an, findet ihr das Vorbild super cool oder eben nicht. Es ist jetzt für mich kein Must-Have aus der World War II Serie, aber für einen Fan vom originalen Opel Blitz ist es natürlich ein cooles Set. Man hat auch so super viel Spaß damit, aber für ein Kurbi-Set ist es doch eher eines der mittelmäßigeren bis schlechteren. Von mir gibt es für dieses Set eine Kaufempfehlung, wenn ihr es auch mit einem Rabatt bekommt, ähnlich wie ich, von der UVP 20% runter, dann könnt ihr hier nicht sehr viel falsch machen. Ich warte aber auf jeden Fall weiterhin noch auf das Kurbi-Set, was mir mal wieder richtig den Kick gibt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, könnt ihr wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Kann ja sein, ihr habt das auch ganz anders erlebt als ich. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.